Soll ich nochmal anfangen? Und damit begrüßen wir Sie und euch ganz recht herzlich zurück zu einer weiteren Folge von Saints Row. Ach ja. Weitere Folge doch nicht. Zu einem neuen Teil. Zu einem neuen Teil von Saints Row. Ach nee. Witzig. So, untersuchen wir doch mal den Blue Butler. Der Blue Badger wackelt heute noch immer. Nahansicht. Wir wackeln mit der gelben Fahne und dem roten Knüppel. Im Zweifelsfall sagen wir einfach, er tanzt. Da wir von Tanzen sprechen, das ganze Polizeirevier benimmt sich seit gestern wie verrückt. Kann ich seine Batterien rausnehmen? Ich habe einfach das Gefühl, dass er etwas anstellen wird. Ja. Naja, so viel dann zum Thema. Ich würde dann haben wir uns hier vorne alles angeguckt. Lass wir nochmal zu Frau Starr gehen und einfach mal was präsentieren. Das können wir machen. Dann müssen wir in die tiefen Katakomben der Garage. Der Garage. Und sie nochmal. An was hattest du denn gedacht, Kevin? Zum Beispiel an das Springmesser. Springlebendige? Genau, an das. Was halten Sie davon? Fall SL9 auf dem Messer und in der Notiz. Goodman. Goodman war der leitende Inspektor in diesem Fall, wissen Sie? Oha. Wirklich? Nee, war eine Lüge. Dieses Messer war ein Beweismittel aus dem Fall. Die Mordwaffe. Es war für den Transfer an jenem Tag bereit, an dem Goodman ermordet wurde. Wie ich mir dachte. SL9 ist nicht vorbei. Noch nicht! Können Sie uns mehr über den Fall SL9 erzählen? SL9. Na? Ich glaube, da müssen wir Ihnen noch was zeigen. War das nicht eine Frage an die? Ich würde dir ja nochmal das Tatfoto zeigen. Und Kevin, du hast es nicht nötig, uns dann zu antworten. Ja, das willst du, ja? Ja, würde ich ihr nochmal zeigen. Bei näherer Betrachtung hätte ich das Foto vom Wachraum aus machen können. Was? Aber manchmal werde sogar ich nervös. Also begaben sie sich direkt zum Tatort? Ich war auch mit dabei. Also ich kletterte über den Drahtzaun, um den Mord zu verhindern. Ja, ich war dabei. Super Phoenix kommt zu dir gefliegt. Da, guck, da bin ich. Dort habe ich dieses Foto gemacht, ja. Mit anderen Worten, 5 Minuten nach dem Verbrechen? Diese 5 Minuten sind das große Problem. Man könnte auch sagen, die Schwachstelle meiner Aussage. Ja. Die 5 Minuten waren nicht das Problem, Frau Starr, nur Ihre Lügen waren es. Hör zu, junge Dame. Meine Aussage blieb schon mal unberücksichtigt. Und sie wird nicht noch einmal unberücksichtigt bleiben. So wie damals. Oh, da hat einer ein Ego-Problem. Damals? Kann man jetzt mit ihr reden? Damals. Da entdeckte ich die Wahrheit. Wir bedeuten ihnen nichts. Wir sind entbehrlich. Entbehrlich? Vor 2 Jahren. Es war der größte Fall, mit dem ich jemals betraut wurde. Oh. Im Wilden Westen. Polizei und Staatsanwaltschaft brauchten dringend entscheidende Hinweise, Beweise. Also haben sie ihn nie gelöst? Ganz im Gegenteil. Er wurde sauber, sehr sauber gelöst. Der Verbrecher wurde gefasst und hingerichtet. Hingerichtet? Ja, der Verbrecher bekam seine gerechte Strafe. Besser geht es nicht. Das einzige Problem war, man fand niemals entscheidende Beweise. Nicht einen einzigen. Was? Ich dachte, er wurde sauber gelöst. Aber der Verbrecher wurde hingerichtet, richtig? Hingerichtet, richtig? Eine Art Beweise. Erfundene Beweise. Was?
Sie meinen, es wurde jemand aufgrund erfundener Beweise hingerichtet? Der beste Teil kam einige Monate nach der Verhandlung. Gegen jeden Inspektor, der mit dem Fall zu tun hatte, wurden Maßnahmen ergriffen. Einige wurden zu Streifenpolizisten degradiert, andere verloren ihre Arbeit. Und Sie gehörten dazu? Ich und eine weitere Person, die Sie sehr gut kennen. Moment, könnte es... Genau, Wachtmeister Jake Marshall. Also sind das wohl doch keine Gedanken, diese blauen Sachen? Doch, wenn er so reingeschaut hat, wie er gedacht hat, dann ist das eigentlich ziemlich offensichtlich, was er dachte. Ja, aber warum hören das dann alle? Sie muss es nicht gehört haben, aber wenn Phoenix Wright die Augen aufgerissen hat und sie gecheckt hat, dass er wusste, was sie meinte, dann kann sie es auch sagen. Naja, egal. Er arbeitet im Bereich für Sicherheit bei der Polizei, nicht wahr? Das musst doch du am besten wissen. Als professionelle Inspektoren hatten wir den Fall aus allen Blickwinkeln untersucht. Oben, von unten. Jake war sehr entschlossen. Jacob Marley. Und dann war's vorbei. Er wurde degradiert. Wie auch immer. Er hat es nicht vergessen. Und ich auch nicht. Sie haben Sil-9 nicht vergessen? Dieser Fall hatte noch eine weitere Stelle. Eine versteckte Seite. Um die geht's uns. Und keiner der spießigen Bro-Hengste kann uns aufhalten. Nicht uns! Aber diese Lunchboxen, die Sie verkaufen... Ich verkaufe nur aus einem Grund Lunchboxen an diesem verfluchten Ort. Ich komme her, um alte Freunde zu treffen. Liebhaber, die mir bei der Ermittlung helfen. Oh, Frau Stars, ehemaligen Liebhaber. Wie viele sie wohl hat. Kaum sind die zuständigen Inspektoren verschwunden, finden wir neue Beweise. Es muss eine Verbindung geben. Ach. Auch schon draufgekommen. Nun, Anfänger. Wie bitte? Anscheinend wollen die sie diesen Fall wirklich untersuchen. Ja. Oh. Dann sollten sie dies nehmen. Eine Steak-Lunchbox? Ich kenne jemanden, der ihnen helfen könnte, wenn sie ihn mit diesem Leckerbissen locken. Leckerbissen. Steak-Lunchbox von Frau Starr erhalten. Die hilft uns wirklich. Frau Starr? Wachtmeister Marshall, ist er ihr... sind sie seine... Sind sie zusammen? Warum willst du das wissen? Ich habe mich nur gefragt, was mit ihm passiert ist. Vor langer Zeit, als ich meiner Schwester bei Fällen half, war er so nett. Er verstand sich mit meiner Schwester so gut, dass ich richtig eifersüchtig war. Und er war so nett zu mir damals. Ah, wie nett. Das muss gewesen sein, als Wachtmeister Marshall noch Inspektor war. Aber jetzt? Jetzt ist er so abweisend. Jake und ich arbeiten bei dieser Ermittlung nur zusammen. Wir lassen die Vergangenheit ruhen. Sonst nichts weiter. Ich verstehe. Vielen Dank. Wachtmeister Jake Marshall. So. Kelvin, du kleiner, süßer Wonneproppen. Was willst du denn von mir? Sagen, ich bin fett oder was? Nein. Mein kleiner, sportlicher, athletischer, junger, dynamischer, kleiner Wicht. Schon besser. Mein kleiner Wicht! Schon besser. Schon besser. 23. Februar, Polizeireviereingang. Dieser Ort ist hektisch, wie immer. Bitte. Fragezeichen ist immer Kelvin. Bitte. Bitte. Hä? War das nicht?
Da, sag ich. Eine Steak-Lunchbox, bitte. Oh, sie sind's. Inspektor Yumi-Schuh. Keine Zeit für ein Schwätzchen, Junge. Hab zu tun. Was ich wirklich brauche, ist eine Steak-Lunchbox von Lunchland. Oh, Sie meinen eine von diesen? Die ist aber eigentlich nicht zu verkaufen. Wir haben die im Inventar und die zeigt die dem. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, ich habe gerade gehört, wie es ihm das Herz brach. Jetzt ist keine Zeit zum Trübsalblasen. Wir haben unsere Verbrecher gefasst. Jetzt fehlen nur noch die Beweise. Den Verbrecher? Sie wollen damit sagen... Haben Sie gehört, dass jemand Ihnen im Beweisraum des Reviers erstochen wurde, Junge? An dem Tag, an dem ein Inspektor in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft starb, wurde ein anderer Inspektor im Polizeirevier umgebracht. Fragezeichen. Und der Täter? Haben Sie einen Verdächtigen? Nun, es gibt einen. Wurde gerade festgenommen. Es ist der größte Skandal aller Zeiten fürs Revier. Alles geht runter und rüber. Aber Inspektor Yumi-Schuh, wer war denn? Hören Sie zu, Junge. Ich weiß nur, dass ich eine Steak-Lunchbox brauche. Sofort! Vom Rumstehen und Quatschen bekomme ich keinen vollen Bauch. Vom Rumsteak? Wo warten Sie? Gehen Sie nicht weg? Na toll. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie zur Strafanstalt, Junge. Das Verhör dürfte zu Ende sein. Deshalb wird er jetzt wohl schön weinen. Toll. Später. Er lief zum Beweisraum. Nun, diese Ermittlungen laufen ja rasend schnell an. So, dann versuchen wir uns vielleicht auch mal dahin. Aber nichts. Ist vielleicht jetzt die Tür auf? Anklopfen. Was liegt hinter der Tür? Gehen wir einfach rein. Die Tür geht nicht auf. Toll. Blum. Immer diese Errungenschaftenmusik hier. Gut, dann wohl. Zur Strafanstalt. Ja, nach 80 Teilen kann man die Steuerung schon mal vergessen. Ja, das ist wohl wahr. Tiefgarage, klapp von da aus. Und ta. Tja. Naja, nach 80 Tagen kann man das ja schon mal durcheinander bringen, Kelvin. Lest vor. 23. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Mal wieder. Dennoch, irgendwie habe ich jetzt ein besseres Gefühl. Wenigstens ein bisschen. Nun, Sie haben die Person gefasst, die Inspektor Goodman erstochen hat, nicht wahr? Ja, ich glaub schon. Darauf sollte ich wohl nicht zu sehr eingehen, sonst wird das Ganze zu unübersichtlich. Was? Ach, ich hab grad ein Geräusch tatsächlich vom Spiel auf den Ohren gehabt. Ach, schön. Aber was war denn das? Ein UFO. Kelvin. Ganz meine Meinung? Ich bin Verbrecher? Ich würde eher sagen, mir wurde einfach mal verübt. So sieht's aus. Na? Ach du Schreck. Hallo, guten Tag. Guck dir mal bitte dem seine Hand an. Was denn? Er hat einen schönen. Was ist das für ein kleiner Finger? Voll nach außen gebogen. Nein, die Hand hier. Ah, okay. Ein Verband. Genau wie bei Lana. Moment, ich weiß, wer Sie sind. Entschuldigen Sie bitte, ist Herr Edgeworth irgendwo im Gebäude? Edgeworth? Ach, jetzt hat gerade geklingelt. Das könnte mein Paket sein. Ich bin sofort wieder da, Freunde. Die Aufnahme läuft weiter. Das heißt, wir müssen euch jetzt ein bisschen unterhalten. Der hatte damals schon einen Verband. Tatsache, ja. Dubdiu, das ist live, that's live. Wachtmeister Meekins, Sie sind also Wärter hier in der Strafanstalt? Nee, bin ich nicht. Ich bin ein Straßenpolizist. Wie der sich verirrt hat wie ein Lamm. Ach, jetzt verstehe ich's.
Sie sind hier, um einen Bericht vorbeizubringen. Nee, eigentlich, wie soll ich sagen, Moment, er hat doch wohl nicht... Oder doch? Sie, Wachtmeister Meekins, Sie haben doch nicht etwa... Verbrecher Meekins, meld dich zur Stelle! Was? Was? Das ist ja mal eine überraschende Wendung. Dürfen wir jetzt doppelt verteidigen, oder wie? Wahrscheinlich. Ich bin Straßenpolizist in der Abteilung Allgemeine Angelegenheiten. Jawohl! Das hörte sich gerade nach was anderem an. ich kann Sie gut hören, Wachtmeister Meekins. Ich hatte an diesem Tag etwas zu erledigen, deshalb bin ich zum Beweisraum gegangen. Der Wachraum war vor dem Beweisraum nicht besetzt. Normalerweise befindet sich also ein Wachmann beim Beweisraum? Ach nee. Jawohl, weil Beweise im Beweisraum aufbewahrt werden. Nun, der Wachmann? Der war niemand anderes als Wachmeister Marshall. Marshall? Dann blicke ich zufällig auf den Monitor im Wachraum. Da habe ich Sie gesehen. Eine verdächtige Person im Beweisraum. Eine verdächtige Person, jawohl! Eine verdächtige Person! Was macht der denn da? Was ist dann passiert? All das war auf einmal weiß. Ich sah rot. Mir wurde schwarz vor Augen. Und als ich wieder zu mir kam, war ich hier, in der Strafanstalt. Wie lange waren Sie denn bewusstlos? Mehrere Tage? dürfte ich fragen, was mit Ihrer Hand passiert ist? Jawohl! Es war niemand da, um mich zu verbinden. Also habe ich dies Mögliche getan, um das selbst zu versorgen. Ein Verband an seiner Hand. Genau wie bei Frau Skype. Aber es ist die andere Hand. Noch eine Parallele zwischen diesem Fall und dem beim Büro der Staatsanwaltschaft. Nun, der Reihe nach. Erzählen Sie uns doch, wie Sie sich die Hand verletzt haben. Es geht mich ja nichts an, aber Sie sind der Täter, stimmt's? Sie haben Inspektor Gutmann im Beweisraum getötet, nicht wahr? Guter Mann! Und was er darauf zu sagen hat, sehen wir morgen pünktlich um 18 Uhr. Bis dahin, NRW bei 18. Ciao. Ich sag Servus. Und ich sag Adieu.